dem eben übrigens Neuladen, da ich weitergemacht habe 5 Minuten, aber kein Play gedrückt habe. Das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt diese Ansicht mit dem Pfeil drin habe, die ist zwar nicht sonderlich schön, aber dadurch sehen wir natürlich immer die Ein- und Ausgänge, beziehungsweise aber auch rechts links gerade die eine Ranke, diese Unterstützungs-Items, die man nutzen kann. Zum Beispiel eine Leiter oder ich glaube auch bei Treppen sieht man das zum Teil. Dadurch entgeht dann natürlich ein kleiner Geheimgang. Diese Chocobo-Attacke, diese Materie, die macht im ganz, ganz seltenen Fall auch einen anderen Chocobo-Zauber statt dieses Amoklauf. Und zwar ist das ein fetter Chocobo, der von oben runterfällt. Der Chocobo-Zauber ist aber scheinbar echt stark. Das stärkste, was ich momentan habe. Also ist besser als Blitz auf alle. So, mal gucken, ob hier noch was ist. Das meinte ich nämlich eben. Jetzt habe ich hier einen grünen Pfeil und weiß, dass hier irgendwo was ist. Ha, Materie. Fernangriff. Ich glaube, die war gar nicht so schlecht. Achso. Unveränderte Angriffskraft aus der hinteren Reihe. Angriffskraft. Also scheißegal, ob ich hinten stehe. Achso, aber steht ja gerade keiner hinten. Weil das ist, glaube ich, vorne. Hinten wäre jetzt, wenn ich nochmal die Reihe tausche. So, dann gehen wir doch zum Eingang der Mythrimine zurück. Da ist ganz unten noch ein Kistchen gewesen. Ich bin der Meinung eigentlich, dass man den hätte auch lernen können. Muss ich mal gucken, vielleicht hat er ihn ja gelernt und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Oder ich habe es vielleicht nicht ausgerüstet. Nee, ich habe Analyse im Raub drin. Dann sollte ich das natürlich mal reinnehmen. Diesmal habe ich aufgepasst. Wenn ihr euch heilen wollt, ist es natürlich im Kampf besser, da ihr so mit derselben Anzahl an Mana-Kosten alle drei heilen könnt durch den Alle-Zauber. Jetzt hat dein Level up. Schon, ja. Na, da sieht man mal, dass ich gut trainiert habe. Oh, das nervt. Ich gehe auf sie und komme doch in einem anderen Menü raus. Feuerlevel 2 können wir jetzt. Schade, dass die Sachen, die hier so liegen, nichts bringen. Dass die keine Erfahrungspunkte kriegen. Da muss man auch aufpassen. Man sollte sich auch nicht zu viel Materie kaufen. Weil man sich sonst halt auch vertut, die falsche drin hat und tja, an zu vielen Stellen dann levelt und so hat man dann wenigstens eine, die dann gleichmäßig trainiert wird. So, ich wollte bei Barrett Jinx austauschen. Was gebe ich ihm raus? Analyse oder Raub? Analyse brauche ich eigentlich nicht. So, hier unten war irgendwas. Ein Trank, ein Zelt, was war's? Eine Gemütskapsel, auch gut. Mache ich mich gleich noch auf Zorn, damit meine Leiste schneller steigt. Weil dann level ich ja einerseits die Limit-Attacke, außerdem kämpft es sich natürlich schneller, wenn ich schneller am Limit bin.
Lass mal eine große Gruppe. Kann ich gleich mal selbst mal probieren, ob es klappt. Weil bisher war es so, dass manche Gegnertypen da komplett immun gegen waren und manche einfach nur verfehlt haben. Finde ich sehr cool, die Attacke, dass die auch noch alle anderen trifft. Deswegen mag ich die auch so gerne. Blitz brauche ich zwar eigentlich nicht, wenn sie ihre Dings jetzt macht. Der Schokobo. Oh, zwei sind getroffen. Cool ist natürlich, dass die jetzt echt auch klein sind. Also ihrer Schaden würde jetzt auch reduziert sein. Aber Schaden kriegen tun sie noch genauso viel, wie man sieht. Sprungattacke erlernt. Boah, das geht echt schnell hier. Eben sage ich sogar noch. Limit. Greift wieder nur einen Gegner an. Naja, vorzugsweise bei Bossen. Da oben war nichts mehr. Genau, ich glaube, das war so ein Ausgang. Und hier geht erstmal das Treffen mit den Türks los. Ein Moment. Wer bist du? Weißt du, wer ich bin? Von den Turks, oder? Ach, ich mach die mal ein bisschen runter. Ist mir egal. Ich bin von den Turks. Und merkt ihr das bloß? Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Entführung, oder? Negativ ausgedrückt. Kannst du das so sagen? Aber das ist nicht alles. Es ist jetzt noch mehr. Sir? Ist okay, Ruth. Ich weiß, du magst keine Reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks, Elena. Dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir, euch aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Und der nächste, Zeng. Elena, du redest zu viel. Herr Zeng, es gibt keinen Grund, Ihnen etwas von unserem Order zu erzählen. Entschuldigung, Zeng. Ich dachte, ich hätte die Befehle erteilt. Geh jetzt, vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh ja. Sehr gut, Ruder. Und ich werde Sephiroth folgen. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Yunnan. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh, ich, Entschuldigung, geh, lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, Sir. Reno meinte, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung mit seiner neuen Waffe beweisen. Naja, dann. Wo ist Eris? Ist sie nicht bei dir? Eris ist nicht bei uns, sie ist bei den anderen. Oh, grüß sie von mir. Kein Kampf. So, ich gucke aber erstmal hier hinten hin. Ich denke mal, da geht's nämlich nicht weiter. Nö, haben wir nur ein Elixier und einen Trank. Und gerade Elixiere sind richtig wertvoll. Heilen einen Charakter, HP und MP komplett. Und man kann sie eigentlich nicht kaufen. Aber man kann sie sich später im Glücksspiel, Casino, erfarmen. So, sind wir auch schon draußen. Fort Condor war das, glaube ich, da vorne. Da habe ich sehr, sehr gerne gespielt, weil es da so ein kleines Minispiel gibt, wo man für Geld Einheiten bauen kann, die bestimmte Wege entlang laufen und Türme angreifen. Aber auf jeden Fall will ich hier erstmal in den Wald, denn da kann man Yuffie schon finden. Ein Charakter, der eigentlich erst später zum Team kommt. Die wird uns doch, glaube ich, eh nochmal verraten. Aber so haben wir halt erstmal einen Charakter dazu. Aber man muss auch irgendwie richtig argumentieren. Weil sonst kommt er nicht.
Sonst beklaut sein nur. So, Heilung tut mal wieder gut. Heilung Level 2 wäre ganz nice. Kreuzimpuls. Assistenz habe ich ja gar nicht. Den Flammenwerfer gelernt oder den kalten Atem. Kalter Atem war jetzt zwar, glaube ich, nicht so stark, auch wenn er den Gegner in Trauer versetzt. Aber der Flammenwerfer, der macht schon gut Schaden. So, Mindblau. Zieht einem Gegner Magiepunkte ab. So, und das Mädel, was ich meinte, die kommt hier in einen der Wälder. Oder was in diesem kleinen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich mache einfach mal hier einen Kampf, beziehungsweise speichere ich mal lieber. Nicht, dass die mich wirklich beklaut und ich das Falsche sage. Warum weiß ich gar nicht, ob dann da stand, was sie geklaut hatte. Nee, das ist es schon mal nicht. Ich könnte gleich einmal die neue Attacke ausprobieren, ob der nur klaut, also ob der nur abzieht oder ob er auch benutzt, also ob er die dann kriegt. 101 hat er jetzt. Nee, er verbrennt nur beim Gegner. Zwei kritische. Komme ich natürlich nicht nochmal zum Heilen. Muss ich es im nächsten Kampf gleich zu Beginn machen. So, dann gucke ich einfach mal hier rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier war. Da rechts geht es dann zum Junon. Da haben wir sie, oder? Ja. Daneben. Ich glaube, man musste auch schnell genug noch kämpfen, sonst flüchtet sie aus dem Kampf. Ich kann ja mal meinen neuen Feuerzauber ausprobieren. Stufe 2 macht bestimmt gut Schaden. Ja. So, mal gucken, wie das jetzt war. Man musste sie auch total loben und einschreiben, glaube ich. Speichern durfte man, glaube ich, nicht. Weil dann ist man im Menü und sie flüchtet. Mann, ich habe verloren. Unmöglich. Na du, Honey, wie war's? Wollen wir nochmal? Kein Interesse. Was auch immer das sein mag. Klaut sie? Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe. Kämpfe, habe ich gesagt. Komm schon, was ist los? Du hast ganz schön Angst vor mir, was? Wie versteinert. Hm, genau, wie ich gedacht habe. Was erwartest du anderen bei meinen Fähigkeiten? Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr stark genug fühlt, tragen wir noch eine Runde aus. Bis dann. Ist falsch gemacht? Ich gehe jetzt los. Das habe ich vor. Warte einen Moment. Was ist? Willst du noch was von mir? Hm, also was ist das? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme. Stimmt. Hehe, habe ich mir doch gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle. Hm, was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. In Ordnung, ich komme mit dir. Beeilen wir uns. Warte, ich habe dir noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Yaffi. Ich bin Yuffie, freut mich.
Genau wie ich es geplant habe. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Hey, wartet auf mich. So, die nehme ich mal rüber, um sie mir mal anzugucken. Hat das Durchschnittslevel bekommen. 4 Zack Schuriken. Hat kein Accessoire. Und nur ihre Befehlsmaterie drinne. Die ich mir jetzt schon mal klaue. Aber das ist erstmal nicht von Interesse. Ich kämpfe jetzt noch so lange mit denen, bis die auf ihrer Materie Stufe 2 sind. Und dann wechsle ich wieder das Team, habe ich mir gedacht. Um alle gleichmäßig auch zu trainieren. Wir kriegen zwar auch so Erfahrung, so passiv 50% oder so, wie es bei Pokémon auch war. Hier vorher waren sie beide 16. So, bevor ich aber weitergehe, gehe ich hier noch in dieses kleine Nebenquestgebiet. Ich glaube, da konnte man schon was machen. Ach, ein bisschen Heilung schadet nicht. Mal gucken, ob man die Vögel damit trifft. Oh, alle drei. Macht trotzdem noch so viel Schaden. Oder sie hätten im Normalfall viel mehr gemacht. Kann ich ja gerade richtig punkten hier mit Limit-Attacken. Okay, die ist sofort tot. Warum die erste Attacke noch überlebt hatte, verstehe ich nicht. So, Cloud hat Level 20. Übrigens, der Wurm, als ich den mal analysiert hatte, der hatte Level 26 sogar. Also der war richtig stark. Also die Schlange. Midgar-Zoom hieß die. Ich glaube, hier gab es auch irgendwo noch ein Feld mit. Was haben wir hier von Typ? Was ist das? Hellrider VR2. Der sagt mir auch so gar nichts. Ist bestimmt selten. ...72 Erfahrungspunkte. Ach, hier steht ja sogar, wie viel AP man bekommt. 8 Stück. Habe ich bisher nie so drauf geachtet. 130 Geld. Okay, dann save and... weiter. Wir haben Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie unterstützen? Hört mal, wir wollen nicht drängen. Wenn ihr gerade in einer anderen Sache steckt, warum bringt ihr nicht diese erst zu Ende? Wir helfen euch. Wirklich? Dann geht nach oben. Man wird euch die Einzeiten erklären. Ich glaube, jetzt kam sogar auch eine Schlacht. Aber hier gibt es auf jeden Fall, glaube ich, auch einen Händler, wo ich noch was kaufen kann. Und hier kann ich umsonst, obwohl was umsonst, auf jeden Fall kann ich hier auch übernachten. So, links waren, glaube ich, Geschäfte und rechts geht's nach oben. Meinst du Shinra? Shinra? Was wollen denn diese Idioten hier? Ich scheint mit Shinra auch ein Problem zu haben. Schließlich seid ihr bis hierher hinaufgeklettert. Hört mir doch einfach mal zu, was ich zu sagen habe. Leg los! Weißt du, was auf diesem Gipfel des Berges ist? Hä? Was ist denn da? Los, das kriegen wir auf die Reihe. Der Reaktor und ein Kondor. Du bist sehr scharfsinnig. Ja, es ist ein Reaktor und ein Kondor. Shinra scheint den Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf dem Reaktor zu haben. Mann, ist der Vogel groß? Aber warum wollen sie ihn mit Gewalt loswerden?
Was ist schon dabei, wenn ein Kondor auf dem Raktor ist? Der Raktor über uns scheint eine Art spezielle Materie zu enthalten. Und als der Kondor kam, hat Shinra schnell Truppen hergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von diesem Berg weghaben. Der Kondor brütet jetzt sein Ei aus, was nur alle paar Jahre geschieht. Wir wollen den Kondor vor Schaden schützen. Neues Leben. Ich mach's, ich schütze ihn vor Shinra. Ein Kondor, ein echtes Stück Natur. Wir müssen das Leben des Planeten schützen. Leider können wir nicht selbst gegen Shinra kämpfen, deswegen haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Als unserer Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen oder mit uns kämpfen. Was meinst du? Willst du dich dem Kampf anschließen? Was gibt es da zu überlegen? Wir müssen es tun. Cloud. Ich sag erstmal kein Interesse. Weil... ich glaube, dann ging gleich der Kampf los und ich wollte ja vorher schnell noch hochgucken. Ne, hier ging es weiter. Rechts ist das Geschäft. So rum war's. Items, ja, da steht's ja auch dran. Weil mitten im Berg wohnen, beziehungsweise in der Wurzel. Tut mir leid, aber ich kann nichts verkaufen. Na toll. Oh, ich wollte doch die Treppe benutzen. Na gut, dann schlafe ich unten und speichere und dann gehe ich hoch. Wie viel habe ich denn damals eigentlich immer gespendet? Gut, dass ich trainiert habe vorhin.